Ich begrüße Sie zu diesem besonderen Thema an diesem Dienstag, den 19. Oktober 2021. Ich habe mich, es hat sich so ergeben auch, aber ich denke, es passt, dass ich mich so rausgerückt hingesetzt habe. Und da hat es dann noch so ein paar so Farbfetzen, die wahrscheinlich auch noch etwas dazu zu sagen haben. Also ich beginne einfach gleich, ich beginne von dem, wo ich materielle Gewissheit habe. Wenn man so in einer Wolke drin ist, wenn man keine Orientierung hat, wenn man aber auch nicht fliehen muss gerade oder bedroht ist und kämpfen muss, dann meine ich, also wenn man fliehen muss und wenn man kämpfen muss, hat man eigentlich genau die gleiche Situation, wie ich jetzt auch als Grundlage nehme. Aber nämlich, dass es eine materielle Gewissheit gibt, oder? Nur heute ist das Problem eben doch auch, dass wir aus einem falschen Irrtum heraus in Fliehen und Kämpfen hineingehen. Deshalb ist das Muster nicht einfach absolut zu nehmen. Das ist einfach kaputt. Heute ist das, es ist eigentlich die Situation von heute auch, die ich im Großen und Ganzen, wie wir uns als Menschheit eben auch orientieren und wie auch versucht wird zu beeinflussen. Das geschieht natürlich in hohem Maße, hat auch mit der Dominanz der Kommunikation zu tun, wo wir einerseits sind wir, also erster Grund, wir sind angewiesen auf Information heute, weil wir nicht mehr in überschaulichen Einheiten leben, wo alles Wichtige dort an Wissen, an Erfahrung und generiert wird und dann auch zur Anwendung kommt, sondern das sind komplexe Kreisel, also komplexe Gebilde geworden, die Einheit des Ortes schon längst überschritten haben. Und da sind wir auf Kommunikation angewiesen, nicht nur politisch, sondern auch in Wirtschaft selbstverständlich. Und wenn wir Wissen generieren wollen, und dort ist eine riesige Anfälligkeit, und neuerdings sind ja da auch noch die elektronischen Medien und die Algorithmen und dann neue Player eben auch noch dazu gestoßen. Und das ist heute schwierige Sache geworden, wo wir uns als Ganzes jetzt eben auch noch hin bewegen können. Aktuell dazu gekommen ist auch die pandemische Situation, also Pandemie als wahrscheinlich ein dauernder Begleiter, kann da auch vielleicht zwischendurch auch wieder mal ein paar Jahre vielleicht bestenfalls weggehen. Es kann auch sein, dass es sich mehr oder weniger durchzieht in unteren Bändern, immer noch da sein wird, kann man Covid-19 jemals ausrotten, ist doch fraglich, oder, bei diesen Impfdurchbrüchen, die es auch immer wieder gibt, oder? Und dann die Dynamik des Biologischen, die sehr erfinderisch ist und dann mit neuen Varianten dann wieder aufwarten will. Der Mensch, der sich nicht einschränken will auf überschaubarere Gebiete,
die eben für das Generieren und das Generieren von Wissen und das Anwenden von Wissen und einfach unser alltägliches Verhalten auch dann maßgeblich sein sollen. Oder? Also wir reisen, wir oder mischen uns überall ein, wo man hin kann und so und versuchen dort noch das Letzte auch herauszuholen. Also auch schwierige Teile ungehindertes Wachstum wird sich rächen, oder? Weil das Biologische ist einerseits sehr anfällig. Wir sehen es heute auch mit dem Klima und also Klima ist biologisch vielleicht gar nicht, ist ja nicht biologisch, aber die Artenvielfalt und wir selber sind ja auch biologische Wesen. Merkt man dann auch, oder wenn man dann auch indirekt das Klima vertrieben wird aus Gebieten, weil der Meeresspiegel steigt oder so, oder das hängt dann schon auch wieder zusammen und wir möchten doch gerne wissen, wo wir hinsteuern sollen, oder? Ja, und die Interessen der Menschen können dann sehr, sehr verschieden sein, dann kommt es dann auch darauf an, wie viel Einfluss wir eben haben. Jetzt hat die neue Luzerner Zeitung, Herr Chéron Martinou, wieder ein weiteres Mal dem Niklaus Branschen große Plattform geboten. In der Luzerner Zeitung eine ganze Seite durfte er Auskunft geben über sein neues Buch Gottlos beten, oder? Und Schamanismus ist noch kein einziges Mal gekommen. Und das ist natürlich, das sind dann schon Verfehlungen, oder? Da müssen die entsprechenden Verantwortlichen, die entscheiden können, die stehen dann mal gerade dafür. Und das wird sich eben sehr auswirken. Und auch nicht absolut. Also ich sehe keine ewige Verdammnis zum Beispiel jetzt. Oder eben ewig ist dann schon auch eine verrückte Sache. Oder das geht immer weiter. Es ist zeitlos eigentlich. Es ist ewig ist kein günstiger Ausdruck eigentlich, oder? Da denkt man so an etwas, ja, gut, wir können jetzt da keine fachlich ganz in die Tiefe gehen, aber entscheidend ist natürlich eben, wie orientieren wir uns,